Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sprachenlernens mit Duolingo. Jetzt bin ich gerade sozusagen erst mit Französisch fertig geworden, habe die Folgen geschnippelt und hochgeladen. Und jetzt wollte ich auch noch die nächste Sprache auf den Weg schicken, die ich damals in der Schule gelernt hatte, aber seitdem vernachlässigt habe, und das wäre Spanisch. Ich muss dazu sagen, Spanisch ist mir damals, also ich hatte erst Französisch gelernt. Das war, glaube ich, in der siebten Klasse. In der siebten Klasse hatte ich mit Französisch angefangen. Und dann, glaube ich, in der neunten Klasse, ja, habe ich Spanisch angefangen. Und Spanisch war mir so einfach gefallen. Und ich kann es heute nicht genau sagen, ob es daran lag, dass ich schon Erfahrung mit Französisch hatte. Oder ob Spanisch wirklich eine einfachere Sprache ist. Tatsache ist jedenfalls, die Aussprache dürfte leichter sein. Weil man eher... zumindest, wenn man etwas hört im Spanischen, weiß man eher, wie es geschrieben wird, als beim Französischen. So, jedenfalls, ich will mal gucken, wie gut ich mich hier schlage. Ich habe auf jeden Fall, ich freue mich schon drauf, weil damit würde ich halt auch die nächste Sprache schon mal auf den Weg schicken, die ich dann wieder auffrischen kann. Und ja, ich will nicht lang um den heißen Brei herumreden. Fangen wir doch einfach mal an mit den Grundlagen. Ich werde diesmal keinen Platzierungstest machen, weil es hat sich bei Französisch auch nicht wirklich gelohnt. Ich habe so viel vergessen. Ich glaube, ich muss nochmal von vorne anfangen. Also los geht's mit den Grundlagen 1. Lektion 1. Übersetzung von das Kind. Da steht ein Punkt, das ist ja interessant. Wie auch immer, jedenfalls im Spanischen ist es ja so, es gibt kein eigenes, ich kenne zumindest kein eigenes Wort für Kind. Es gibt Niño und Niña. Junge und Mädchen. Also Niño ist der Junge, Niña das Mädchen und gleichzeitig auch das Kind. Also, el niño. Weiter geht's. Das Mädchen, la niña. La niña. Übersetzung von die Frau, la mujer. La mujer. Übersetzung von der Mann, el hombre. El hombre. Un hombre. Un hombre, ein Mann. Un ist also der unbestimmte Artikel. La niña, la mujer. Und el und la sind die bestimmten Artikel. Also, das Mädchen, die Frau. El niño. El niño. Der Junge. Una mujer. Una mujer. Una und bestimmte Artikel für weibliche Wörter. Eine Frau. Soy un hombre. Soy un hombre. Soy. Ich bin. Also im Spanischen sind die... an jeder Konjugation eines Verbes kann man erkennen, welche Person gemeint ist. Deswegen muss man nicht sagen, ich bin ein Mann, sondern einfach nur, bin ein Mann. Das reicht. Und man weiß auf jeden Fall unmissverständlich, was gemeint ist. Das Mädchen, la niña... Soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit, einfach bequem auf der Tastatur das N zu schreiben, wo das N direkt von einem J-Laut gefolgt wird. Deswegen muss ich mich hier dieser Schaltflächen da auf dem Bildschirm bedienen. Yo soy un niño. Yo soy un niño. Hier steht das extra dazu. Man kann das yo, also was ich bedeutet, sagen, wenn man betonen will, dass ich ein Junge bin. Und nicht sonst nirgendwo jemanden, sonst niemand. Ich bin ein Junge. Ja, das waren die Grundlagen, zumindest die ersten. Und dann lassen wir es mal weitergehen mit der nächsten Lektion. Übersetzung von der Apfel. Ich habe mir überlegt, also hier bei Duolingo wird ja eher das lateinamerikanische Spanisch gelehrt, ja? Und zumindest weiß ich es von Mexiko und solchen Ländern, und ich glaube, es ist allgemein in Lateinamerika so, dass man das Z und das C vor E und I in Lateinamerika wie ein S ausspricht. In Spanien aber wird es wie das englische TH ausgesprochen. So,
Und ich meine, wenn man es in Lateinamerika mit dem wie ein normales stimmloses S ausspricht, dann klingt es genauso wie das reguläre stimmlose S. Und damit ich mir vielleicht die Schreibweisen besser einprägen kann, habe ich mir überlegt, ich werde, auch wenn Sie das hier vielleicht nicht machen werden, werde ich versuchen, das Z und das C vor E und I auch wie ein TH auszusprechen. Also wäre es La Manzana. La Manzana. Und hier hat man es gehört, die lateinamerikanische Variante mit dem S-Laut. El hombre come. El hombre come. Der Mann isst. Ella come. Ella come. Sie isst. Zum Beispiel kann man in dem Fall auch ella davor schreiben, weil man ja nicht weiß, ob er oder sie isst, wenn man einfach nur come sagt. Ella es una niña. Ella es una niña. Sie ist ein Mädchen. Das kann ein bisschen zu Verwirrung führen, weil es, also das geschriebene es, ist ja auch im Französischen die Form für du bist. Aber hier ist es er, sie, es ist. Ist mit einem S natürlich. Peinlich. Ist ein Mädchen. Oh je, habe ich es mit Doppel-S geschrieben. Él es un hombre. Él es un hombre. Er ist ein Mann. Ist ein Mann. Ist mein? Nein, ein Mann. Was mache ich denn hier? Ein Mann. Nicht mein an. So. Tú eres una niña. Du eres una niña. Du bist ein Mädchen. Du bist ein Mädchen. Wort auswählen. Tu eres un hombre. Du bist ein Mann. Hallo? Okay, geht weiter mit dem nächsten Auswählen. Du eres un hombre. Den Satz hatten wir gerade eben schon. Nur halt was anderes auszuwählen. Una manzana. Una manzana. Ein Apfel. Él come. El come. El, das müsste dann dieses E sein. Ich schreibe es mal groß. Nein, so wollte ich es nicht machen. So, machen wir das. Damit kann man das L unterscheiden, das L als Personalpronomen von dem L als Artikel. Durch diesen Akzent dann drauf. Du eres una niña. Él es un niño. Ella es una niña. Tú eres un niño. Tú eres Tú eres un niño. un niño. Hier brauchen wir dieses Zeichen, niño. So. La Das denke ich mujer mal. come. La mujer come. Die Frau ist. Él come. El come. Er ist. El es un hombre. Él es un hombre. Ella es una niña. Ella es una niña. Ella es una niña. Sie ist ein Mädchen. Una manzana. Una manzana. Una manzana. Ella come la manzana. Ella come la manzana. Sie isst den Apfel. Okay. Oh, interessant. 2% fließendes Spanisch. Lektion 3. Das Brot. El pan. El Französisch. pan. Le pain. Man sieht vielleicht die Verbindung. Übersetzung von das Wasser aussuchen. El agua. Das El agua. dürfte auch nicht überraschen. Übersetzung von die Milch. La leche.
La leche. Französisch la lait. Wenn mich nicht alles täuscht. Tu comes. Tu comes. Du isst. El niño bebe el agua. El niño bebe el agua. Der Junge trinkt das Wasser. Bebe erinnert an bois im Französischen. Zumindest der gleiche Anfangsbuchstabe. Yo bebo leche. Yo bebo leche. Ich esse. Ich esse. Ich trinke Milch natürlich. Ich trinke Milch. Yo como pan. Yo como pan. Ich esse Brot. Okay. Ich esse Brot. Tu bebes leche. Tu bebes leche. Du trinkst Milch. Lektion abgeschlossen und das wären dann die Grundlagen gewesen. Und 2 Lingots verdient. Schön. Weiter geht es mit den Grundlagen 2. Lektion 1. Ustedes son hombres. Ustedes. Also, ustedes ist eigentlich die Höflichkeitsform in der Mehrzahl. Also, die Entsprechung von Sie in der Mehrzahl als Höflichkeitsform. Ich habe gehört, in Lateinamerika wäre es genauso wie vosotros, was einfach nur ihr, das informelle ihr ist. Also ich gucke mal, was hier die Altübersetzung angeboten wird. Ustedes. Hier steht ihr. Also es ist das lateinamerikanische Spanisch, wo ustedes, ustedes als informelle Version ebenfalls benutzt wird. Also ihr seid Männer. Es wird dann genauso konjugiert, entspricht dann ustedes der dritten Person Plural, wenn mich nicht alles täuscht. Also genauso wie die Höflichkeitsform im Deutschen. Somos hombres. Somos hombres. Wir sind Männer. Wir sind Männer. Somos mujeres. Somos mujeres. Wir sind Frauen. Wir sind Frauen. Frauen. Nosotras somos mujeres. Nosotras. Okay. Nosotras. Ich wusste gar nicht, dass bei nosotros auch zwischen männlich und weiblich unterschieden werden kann. Okay, also wir sind Frauen. Wir sind Frauen. Nosotras bebemos leche. Nosotras bebemos leche. Wir trinken Milch. Und diese Konjugationen erinnern sehr stark an die lateinischen Konjugationen. Wo ja in der bei wir endet beim Lateinischen ist eigentlich ja immer auf us und hier im Spanischen auf os. Also ja, sehr nah dran. Ustedes son mujeres. Sie sind Frauen. Als Höflichkeitsform dann, ne? Genau. Nosotros bebemos. Nosotros bebemos. Wir trinken. Wir trinken. Und das war die erste Lektion der Grundlagen 2. Lektion 2. Los hombres. Los hombres. Die Männer. Nein, vertippt. Die Männer. Las mujeres. Las mujeres. Die Frauen. Ellas son mujeres. Ellas son mujeres. Ist genauso wie im Französischen das L mit dem S hinten dran. Es sind halt mehrere weibliche Akteure. Sie sind Frauen. Las mujeres beben agua. Las mujeres beben agua. Die Frauen trinken Wasser. Nosotras somos niñas. Nosotras somos niñas. Wir sind Mädchen.
Wort auswählen. Ellas? Ja, ellas. Nosotras wäre somos. Los niños. Los niños, die Kinder oder die Jungs, die Inder habe ich geschrieben. Warum habe ich die Inder geschrieben? Keine Ahnung. Hab das K vergessen. Ellos beben agua. Ellos beben agua. Agua. Ellos beben agua. Ich muss mir an das G gewöhnen bei agua. Sie trinken Wasser. Ellas son niñas. Ellas son niñas. Das hier? Niñas. So, sie sind Mädchen. Los niños? Ja, los niños. Ansonsten wäre es las niñas. Ellos? Ja. Ellos, nosotros wäre somos. Nicht son. Los hombres, genau. Ellos beben. Die Alternative wäre las mujeres. Ellos beben. Sie trinken. Los niños. Die Alternative wäre las niñas. Las mujeres. Las mujeres, die Frauen. Ellas son niñas. Ellas son niñas. Sie sind Mädchen. Ellos beben agua. Ellos beben agua. Ellos beben agua. Sie trinken Wasser. Ellos son niños. Ellos son niños. Sie sind Jungs. Sie sind Kinder, genau. Los hombres. Los hombres. Los hombres. Die Männer. Ellas son mujeres. Ellas son mujeres. Ellas son mujeres. Sie sind Frauen. Lektion abgeschlossen. Und das Spanisch ist 3% fließend. Kommt hin. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual.